Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe Hunger. So, ich leg mal ein bisschen Scheiße. Und ich bin Mathilde und ich habe Durst. Dann trink doch mal was. Mach ich ja auch. Okay, den Rest packe ich schon mal ins Auto. Ein Moped kannst du ja schon mal einpacken, ne? Ich kann kein Moped einpacken, weil das Auto sowie das andere Motorrad sind beide deine. Nee, ich kann das eine Motorrad nur benutzen. Ja, das ist ja meins, aber das Auto ist deins. Weil du das als letztes aufgestellt hast, deswegen kann ich da nichts reinpacken und es auch nicht aufnehmen. Dann machen wir folgenden Trick. Das alles da mal raus. Baller ich das alles ins Auto. Das ist Ihre persönliche Glücksmelodie. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Na, wer kennt den Film? Ich nicht. Berg. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzig. Okay. Witzigkeit kennt kein Pardon. Wir können. Achso, ja. Lauf du mal vor. Mal gucken, wie viele neue Zombies gespawnt sind. Ja, ich habe mir in der Nacht auch mal angeguckt, was ich für den Gyrocopter brauche. Das ist gar nicht so viel. Also ich brauche relativ viel Stahl, aber eigentlich müssten wir davon genügend haben. So, dass ich würde sagen, wir fahren ruhig in der Nacht nach Hause, im Zweifelsfall. Das können wir machen, genau. Aber ich würde so viel wie möglich von dem Gebäude dann noch mitnehmen. Da ist noch irgendwie ja, Munition und so. So, ich bin gespannt, ob hier schon was Neues gespawnt ist. Uhu, Zombies. Ich bin's. Hier ist niemand. Okay. Uhu. Uhu, Mathilde ist jetzt auch da. Hallo. Oh oh. Oh oh. Gesundheit. Oh, ich hoffe, ihr habt's nicht gehört. Falls ihr es nicht gehört habt, der liebe Heinrich hat gerade genießt, genossen, was auch immer. Er hat Tatschi gemacht. Ich hab's genossen, ja. Oh, Mann. So, hier ist die Treppe. Okay. Also diese Treppenstufen sind aber nicht genormt. Puh. Kannst ja auch anderweitig hochklettern. Nee, nö. Warte mal ganz kurz. Achso, der eine ist wieder da. Wollen wir gleich das vierte angucken oder gleich höher? Ja, mir egal. Ich laufe hinter dir her. Dann machen wir es mal andersrum. Wir versuchen mal von oben nach unten zu arbeiten. Okay. Hier machen wir kurz die Tür zu. Scheiße. Was brauchen wir da? Ach, das geht. Okay, lass mal lieber das obere kloppen. Das untere ist zu fest. Ach, das hat mehr? Ja, 6000. 7. Oder 7000 sogar. Voll krass, ey. So, sechste Etage. Mach mal Tür zu. Genau. Siebte. Ja, hier fängt es langsam an auch fertig auszusehen. Hör zu und hier haben wir wieder dasselbe. Ich würde den untersten trotzdem heile lassen. Mhm. Weil die Zombies hüpfen entweder drüber oder machen den kaputt. Hui. Hui. Oh, hier ist es wieder kaputt. Da müssen wir ein bisschen wieder... Achso, hört sich noch ein bisschen Holz an. Hier würde ich einen Rahmen mal wegnehmen, so als Schutz vor den nachkommenden Zombies. Kannst du gerne machen.
Das war die 9. Etage. Wir sind jetzt bei Etage 10. Oh! Das hat Bumm gemacht. Okay. Aber wollen wir uns dann erstmal um die kümmern? Die aus der 10. kommen? Kommt noch ein paar mehr. Ups. Aua! Das war nicht mit Absicht. Oh, eine Kettensäge. Wollen wir trotzdem weiter hochgehen? Ja, ich würde das mal sagen, weiter hoch und dann kommen wir hier zu. Ja, gucken wir erstmal weiter. Ups. Oh! Ich komme! Help me! Hier kommen ganz viele! Ich komme. Oh! Scheiße! Ja, das war's für mich. Oh, für mich auch gleich. Lauf, Mathilde, lauf. Ah, das sind noch mehr. Ich werd gerade weggeknuspert. Mami. Miep. Verdammt, schon wieder gestorben. Das Glück ist mir nicht hold. Oh Gott, die schloppen sich da runter. Ja, auf einmal kamen da ganz viele. Das ist überraschend. Ja, ich dachte, ich bin so ganz schlau und bleib sozusagen okay. Nicht sterben. Ah, die Tür ist gesperrt. Verdammt, ich hab's. Scheiße. Nein, Hilfe! Oh, nicht so laut, ich höre die Zombies nicht mehr. Oh, verdammt. So, jetzt kannst du wieder rumjammern. Verdammt. Ich dachte, ich habe noch beim Einpacken genug Zeit. Du bist im EG oder wo bist du? Ich bin im Erdgeschoss, ja. Ich bin gleich bei dir. Versuche mich vorsichtig wieder durchs Treppenhaus hochzuarbeiten. Du kannst auch komplett unten ins Treppenhaus gehen. Ja, ich... Also ich bin im Treppenhaus. Ich bin jetzt auch da. Mach die Tür hinter mir wieder zu. Ah. So, nächster Versuch. Oh. Hast du noch Frames? Ja, ja. Super.
Ich hatte halt so ein paar weggenommen in der Hoffnung, dass die mich nicht erreichen, aber die haben sich dann einfach von oben nach unten durchgeklopft. Mhm. Guck dir das mal an da. Ganz schön fiese Zombies. Ja. Sind die ganzen Türen noch mal Arsch? Nicht nur die. Wird wärmer. Ich glaube, wir waren höher, ne? Ja, ja. Was klang gerade schon so nah. Das... Oh, hier fehlen mir die Frames. Ja, die hier habe ich dann weggenommen. Ah, hier liege ich, warte mal ganz kurz. So, bin wieder da. Okay, weiter hoch waren wir noch nicht. Nee, aber ich würde sagen, wir gehen weiter hoch. Einfach nur, weil ich wissen will, was auf dem Dach ist. Ja. Genau, da wieder zumachen. Gott, wie viele Stockwerke hat dieses Gebäude? Ja, 15 oder so. Was ist ein Bein? Darum muss man uns zuerst kümmern. Oh, aua! Was machst du? Schon wieder! Da war ein Zombie auf dem Boden. Ja, deswegen schlägst du mich, oder wie? Ja, ich war, hab dich schon geschlagen, bevor du da hingelaufen bist. Hinter dir! Nicht, dass sie uns doch in den Rücken fallen. Tun die eh. So, okay. Links. Ja, oder hat eine... Vorsicht! Lass uns mal weiter. Ladies first. Super. Die Frau, die nur noch ganz wenig Leben hat, weil irgend so jemand die mit der Axt geschlagen hat. Lass mich vor. Hast du noch Verbände? Zwei. Ich auch. Wir sollten uns zuerst kümmern. Hör auf zu bluten. Oh!
Aua! Aua! So ist das doch nett. Okay. Puh. Weiter geht's. Kann aber nicht mehr so viel sein. Ich habe mich extra jetzt gerade ein bisschen verbluten lassen. Ich wollte keinen Verband benutzen. Hm. Oh, hier ist keine Etage dran. Oh, das heißt, wir sind wahrscheinlich ganz oben. Ja. Ich würde trotzdem die Tür nehmen. So, hier gibt es bestimmt der Vögel. Pass auf. Da hinten ist auf jeden Fall ein Leuchtender. Ah. Zwei Leuchtende sehe ich. Wollen wir uns hier irgendwie gleich auf dem Dach verpieseln? Mhm. Hast du noch Frames? Mhm. Ah, ich auch. Dann sehen wir uns auf dem Dach. Das Dach ist frei. Boah. Mhm, ah. Erstmal die Vögel. Ja. Vogel 1 ist tot. Vogel 2 auch. Vogel 3 auch. Mehr sehe ich gerade nicht. Okay, dann nehmen wir erstmal den, der da steht, würde ich sagen. Ne? Den Biker? Jo. Auf 3? Jo. 3, 2, 1. Er ist aktiv. Einfach Probleme, warum läuft mir so scheiße? Sehr schön. Oh, ist tot, endlich. Was ist denn da hinten? In der Ecke? Mhm. Auf 3? Mhm. 3, 2, 1. Nicht getroffen. Wobei das ja streng genommen auf 1 wäre, ne? Oh, schon wieder nicht getroffen. Oh, wie das auseinandergefetzt ist gerade. Die Bolzen. Vielen schönen Bolzen. Meine Güte, wo taubelt der denn überall rum? Also so ist das uncool, Junge, ne? Uncool. Sehr schön. Ich hole mir die Pfeile. Ui. Ui, ich auch. Ich will auch bolzen. Kleiner Mettigel. So. Da wieder hoch. Oh, hier ist einer daneben gegangen. Bei einem leuchtet zum Beispiel noch irgendwo, oder?
Keine Ahnung, ich habe nur zwei gesehen, aber da hinten liegt noch... Ja, ein Leuchtzombie ist noch da. Ah, Falle, 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 Falle! Der kam ja aus dem Filterding. Bums. Nein, warte mal. Andere Zombies sind aktiv. Ah, ich bin tot, ich bin tot! Nein, 7, 7, 7. Scheiße, nachladen. Nemesis! Ich bin weg. Frames, Frames. Ich kann kein Frame setzen, fick dich! Zwei Nemesis. Jetzt müssen wir hoch. Jetzt müssen wir hoch, ja. Scheiße. Fuck it. Ich hoffe, ich habe meine Reservewaffe ins Auto gepackt. Ach. Geronimo. Scheiße, habe ich nicht. Ich habe nur diese verfickte Pistole. Magnum-Munition hätte ich noch anzubieten, aber... Oh. Nee, ich muss sparen. Keine Zeit für dich. Bist du schon drin? Wenn wir Glück haben, sind wir weg, sind sie weg. Ja, ich bin am vierten Stock. Ja, hier unten ist auch ein Zombie. Ja, ich bin an dem vorbeigelaufen. Ich auch, aber der verfolgt mich bestimmt gleich. Neunter Stock. Hast du irgendwo Frames weggenommen? Nein. Gut, in dem dritten. Elf. Sechs. Zwölf. 7 13 8 Dach. Und? Ich komme erstmal an meinen Rucksack dran. Das ist schon mal wichtig. Und dann hohe Position suchen. Ja, das mache ich gleich als erstes. Also von hier oben ist tatsächlich nicht wirklich viel zu sehen an Zombies. Naja. Aber ich höre was. Ich höre überall was. Ich traue mich aber nicht wirklich runter, muss ich gestehen. So, ich bin hier oben. Ah. Ja, der eine kam hier aus diesem Verteiler raus. Das sind auch alles Fallen. Dich lasse ich nochmal da. Ich bin mutig, ich spiele Lockvogel. Ach, da. Nee, nee, warte mal. Bist du oben? Warte. Jetzt ja. Ah, jetzt. Ich versuche mal so ein Gitter aufzuschießen.
Okay, da war wohl keiner. Da ist noch so ein Gitter. Und genau. Trau dem Ganzen noch nicht. Warte. Irgendwas höre ich doch. Ja, ich dachte mir, ich mache mal jetzt so eine improvisierte Leiter. Ja. Dass man schnell nach oben fliehen und einen Frame wegnehmen kann, weißt du? Ja, dasselbe dachte ich mir auf der Seite ja auch. Verdammt. Vorsicht, ich spiele Lockvogel. Da liegt auf jeden Fall einer. Ah, ich sehe an. Einer weniger. Na, wenn das kein Schlag war. Hier ist noch einer. Kommt in deine Richtung, glaube ich. Oder auch nicht. Gut. Ja, hier oben war irgendwie nicht so viel, ne? Schade, hätte man doch da hingehen müssen mit einem Helikopter, da wäre mehr los gewesen, mehr Loot gewesen. Hm. Ah, hier ist auch nur Scheiße drin. Ich wollte nicht reparieren, ich wollte zerlegen. Ja. Gibt's dahinter noch was? Naja. Viel Action für nichts. Mhm. Könnt ihr noch mal eine Etage angucken? Ja. Nein. Und wenn nicht, wenn da nichts ist, dann gehen wir halt. Ja, dann brechen wir drüben die Zelte ab und... Hauen ab. Genau. So, die Kiste habe ich. Wir müssen wirklich hier weiter. Hier hat mir ja ein paar Zombies gekillt, ne? Ja. Hier waren mehrere Footballspieler. Schweine, ich hasse die. Da ist einer. Ist aber nur ein normaler Handwerker. Scheiße, Kotzer. Raus. Jo, bin dabei. Und weg, 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 weg. Mach keine Frames weg, die mache ich nur ich weg. Wieso? Weil ich der letzte Mann bin. Ach so. Nicht, dass du mir die Frames vor die Füße wegnimmst und ich dann Kilometer weit runterfalle. Wow. Jetzt wäre schlecht, da hast du recht. Aber wenn uns Zombies verfolgen, sollen sie quasi fliegen. Ja, hat sich wahrscheinlich waren hier in diesem Gebäude doch die Zwischenetagen interessanter als die. Wahrscheinlich. Und irgendwas ist hinter mir runtergefallen. Ja, wir werden uns dann jetzt doch die nächsten Tage, ein paar sind es ja noch, werden wir uns jetzt vermehrt der
Explosivwaffenproduktion widmen. Wir wollen ja ganz ein Feuerwerk feiern zu unserer letzten blutroten Nacht. Ich werde den Gyrocopter bauen, mit dem wir dann vielleicht morgen einen kleinen Ausflug machen werden oder übermorgen. Ja, dann wollen wir halt alles verpulvern, was wir haben an Waffen, an... Ja. Irgendwo haben wir auch alles. Auf jeden Fall noch ein... Irgendwo haben wir auch noch ein Dings hier, wie heißt es gleich, ein Raketenwerfer, den werden wir dann auch mal ausprobieren. Ja, den haben wir uns eigentlich mal aufgehoben. Oh, bin ich doch zu früh? Nee, geht nicht richtig. Ja, alles aufgehoben für schlimme Zeiten und so, aber man hat es dann irgendwie doch nicht benutzt. Naja. Ja, dann brechen wir jetzt die Zelte ab. Ja. Was denn? Gerade ich hätte einen Hund gehört. Nö, ich habe keinen Hund gehört. Dann habe ich mir das eingebildet. Ja, sortieren jetzt noch ein paar Sachen rein von A nach B und dann geht's los. Also die zweite Truhe, die ich gebaut habe, ist schon leer, falls du sie noch nicht entdeckt hast. Wirklich nur noch die hier. Mein Schlafsack nehme ich mal mit, nicht, dass ich dann hier aufwache. Da hier gar keinen Bock zu. Das Liebesnest lasse ich aber so, wie es ist. Ja, ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt zurückfahren und wenn euch das soweit gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Wir würden uns sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut, tschüssi!